Alter, ich laufe hier über Berlin. Wie geil ist das? Und damit einen wunderschönen guten Morgen hier aus dem Hotelzimmer mit der geilsten Aussicht, die ich hier hatte. Ja, in diesem Video soll es darum gehen, was Verdi so macht, beziehungsweise warum ich so hinter Verdi stehe und warum ich es so gut finde. Und das anhand von diesem Kongress, wo wir hier sind, oder von dieser Konferenz letztendlich. Und wir gehen jetzt erstmal frühstücken und dann gucken wir weiter. So, ich bin also hier auf der Bundesjugendfachbereichskonferenz von Verdi in Berlin. Ist das fett? Ah, so. Was genau das ist, möchte ich euch gleich erzählen. Ich dachte aber, ich nutze die Gelegenheit mal, um euch zu erklären, warum ich eigentlich so ein Fan von Verdi bin, warum ich da so engagiert bin und warum vielleicht auch du dir überlegen solltest, ob du nicht zu Verdi kommst. Gerade mal vorneweg muss man sagen, Verdi ist nicht kostenlos. Verdi hat einen Mitgliederbeitrag von 1% des Gehalts oder irgendwie 3 Euro, wenn man kein Gehalt hat. Ist, finde ich, gar nicht so viel. Aber man kriegt eigentlich alles zurück, wenn man nur will. Ich bin hier in Berlin und ich zahle keinen Cent dafür. Andererseits bereichert es mich halt wahnsinnig. Es ist spannend, sich anzugucken, was Tarifverträge und Gesetze hergeben, wie man für mehr Gerechtigkeit sorgen kann und was für Forderungen man auch durchsetzen kann, wenn man geschlossen dahinter steht. Man kriegt die Chance, sich in einer Gemeinschaft wiederzufinden, die alle für dasselbe einstehen. Das ist ein wahnsinniges Gefühl, das ich jedem von euch einmal wünsche. Es macht einfach richtig Laune. Und wie viel Laune es macht, das möchte ich euch zeigen. Anhand von dieser Bundesjugendkonferenz, wo lauter coole Leute dabei sind, wo ein super geiles Programm ist. Und danach erkläre ich euch noch, was genau eigentlich die Bundesjugendfachkonferenz ist und warum ich hier bin. Punkt ist eigentlich, dass wir jetzt über Anträge abstimmen, die jetzt bestimmen, wie Verdi weiter vorgeht in den nächsten Jahren. Und es sind ganz schön große Anträge teilweise, wo es wirklich um Grundhaltung zum Thema Ausbildungsqualität geht oder auch politische Themen wie kritische Parteien, wie man zu denen steht. Und es ist spannend, hier einfach mitreden zu können, beziehungsweise mit abstimmen zu können und seinen Teil beizutragen für die Richtung, die Verdi gehen soll. Leute, ich bringe das Video noch schnell zu Ende, bevor das da drin völlig abgeht. Folgendes, man kann von Verdi viel halten und ich höre auch viel. Was mich immer ein bisschen ärgert oder stört ist, wenn Leute sagen, Verdi steht nicht für das, wofür ich stehe oder repräsentiert mich nicht richtig und so weiter und Leute deswegen nicht Mitglied von Verdi sind. Verstehe ich überhaupt nicht. Ich bin heute bei der Bundesjugendfachkonferenz gewesen. Ich weiß gar nicht genau, wie ich da hingekommen bin. Das ist halt so passiert quasi. Und ich hatte heute einen grünen Zettel in der Hand, mit dem ich abstimmen konnte für das, wofür ich stehe, wofür ich will, dass Verdi steht. Ich konnte mitentscheiden und zwar genau da, wo die Entscheidungen letztendlich gemacht werden jetzt für die nächsten Jahre. Was ich damit sagen will ist, wenn dich was stört, wenn dir was nicht ganz entspricht, dann komm zu Verdi, bring dich ein, bring deine Idee ein. Verschließt euch nicht vor Verdi, wenn die Ziele, die wir haben,
nicht komplett eure sind, sondern dann passt sie an und bringt euch ein. Ja, das wollte ich noch sagen. Ich gehe jetzt gleich wieder rein. Vielen Dank fürs Zugucken. Ihr könnt euch auch das Video angucken, was ich gestern gedreht habe. Das ist oben im i. Und sonst schreibt auch sehr gerne mal in die Kommentare, wie ihr so zur Gewerkschaft steht. Seid ihr Mitglied? Habt ihr sogar irgendeine Funktion? Oder sagt ihr vielleicht eben auch Argumente, die ich jetzt noch gar nicht gehört habe? Vielleicht kommt ja eine Diskussion zustande. Würde mich sogar freuen. Vielen Dank nochmal fürs Zugucken. Macht's gut.